Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Momente aus 30 Jahren. Diesmal reisen wir mit euch in den Spätsommer 2005. Dynamo ist am vierten Spieltag zu Gast beim TSV 1860 München. In der wenige Monate zuvor eröffneten Allianz Arena sorgen über 20.000 mitgereiste Dynamo-Fans für eine Gänsehautatmosphäre und eine leidenschaftliche Unterstützung für das Zweitligateam aus Dresden, zu dem damals auch ein gewisser Marco Vorbeck gehört. Das Spiel hat halt einen ganz anderen Stellenwert schon alleine, weil man hat es ja auch an den Fans gesehen, wie wir ins Stadion beim Warmmachen reingekommen sind, wie die ganze gelb-schwarze Wand da war, einmal komplett rum ums Stadion, das war schon sehr geil. In den Anfangsminuten bestimmt zunächst die Gastgeber das Spiel. Die 60er erarbeiten sich Chance um Chance, doch das Team von Christoph Franke kann mit etwas Glück einen Rückstand verhindern. In der 17. Minute gewinnt dann der damals 24-jährige Vorbeck plötzlich den Ball in der gegnerischen Hälfte. Immer noch Vorbeck. Ja, Vorbeck. Der erste FC Vorbeck Dresden. 17. Minute. Ein Klasse-Tor. Ein Solo. Eine Galashow des langen Stürmers. Hut ab. Und die Reise hat sich schon mal gelohnt. Und es kommt noch dicker für die Löwen, als in der 29. Minute Ansgar Brinkmann einen Freistoß in den Strafraum schlägt. Kennedy oben. Und natürlich Marco Vorbeck, Mutterseelen allein mit dem Kopf. 2:0 Dresden, schwarz-gelbe Sause hier. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt in der WM-Arena noch mehr als eine Stunde zu spielen. Die Münchner kommen immer wieder gefährlich vors Tor von Ignaz Gresic. Doch der Anschlusstreffer gelingt ihnen erst in der 81. Minute durch eine schmeichelhafte Elfmeterentscheidung. Da kam die gelb-rote Karte, völlig unnötig von Cookie. Das weiß ich auch noch, wegen Klatschen. Total blöd in der Situation eigentlich, weil wir 2:0 geführt haben. Elfmeter, den hätte er eh nie zurückgenommen. Und dann mit einem Mann weniger wurde es dann natürlich extrem schwierig. Dann habe ich direkt zum Frank rausgewunken, dass er mich rausnehmen soll, um einen hinten reinzuhauen. Wir haben dann ziemlich lange noch gezittert. Das waren so ziemlich die längsten Minuten, die ich wahrscheinlich jemals hatte. Zum Glück am Ende dann natürlich erfolgreich. Und so haben die tausenden mitgereisten Dynamo-Fans allen Grund zum Feiern. Ein Moment, den keiner der Anwesenden mehr in seinem Leben vergessen wird. Mit dem 2:1 Erfolg in München holt Dynamo 3 Punkte und ist somit die erste Auswärtsmannschaft, die ein Ligaspiel in der Allianz Arena gewinnen kann. Na, das kann uns halt keiner mehr nehmen und egal wie es zustande gekommen ist, aber das ist halt jetzt in den historischen Büchern drin und 2 Tore ist zwar schön, aber es hätte mich jetzt auch nicht gestört, wenn ein anderer die geschossen hätte. Hauptsache wir haben da gewonnen. Leider ging es ja dann danach nicht mehr ganz so gut weiter. Hat sich da in dem Spiel auch schon irgendwo angedeutet, aber am Ende stehen wir als erster Sieger in der Allianz Arena in den Büchern und das ist, ich glaube, deswegen sind die Dynamo-Fans da auch so stolz drauf.